Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Das müssen wir ihnen bestehlen. Wie kann ich dem Kardinal folgen? Assassino! Ihr kriegt mich nicht! Natürlich. Das ist immer so ein alter, fetter Kardinal. Tut mir leid, aber das ist nur mal ein Klischee. Mein Aufstieg bringt mich näher zu Gott und fort von euch! Aber die soll mir jetzt einfach mal egal sein. Auch wenn wir vielleicht das von uns vermisste Item natürlich da finden. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Checkpoint erreicht. Hochziehen. Okay. Ja, wenn ich jetzt hier das auch mal richtig machen würde. Warte mal. Also, sportlich, der ist fit, er hat nur eine falsche Weltansicht, weil es ja doch ein bisschen sehr eigensinnig ist. Aber ansonsten wird es eingegeben hat. Auf jeden Fall schon nicht schlecht. Super Ezio. Spielen sie ja wirklich schon mal mit sehr, sehr schlechten Karten. Wenn man nicht alles da steht, ist das möglich ist. Anscheinend ist Gott auf meiner Seite, Assassino! Ja, sieht ganz da noch aus. Nein. Und kann man ja anscheinend nicht mit in diese Mission. Das ist so ein bisschen fail ist. Ja, wofür sind die denn da? Irgendwie falsche Anreize zu bieten. Ja, wenn ich wüsste, wo das lang kann. Achso, ich hätte auch einfach runterklettern können. Der läuft ja nicht hoch. Ich guck gerade irgendwo anders hin und dann macht er nichts mehr. Aber schön ist erwartet zum Teil einfach. Was wollt ihr, Assassino? Hält. Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Natürlich. Sie sind unwissend. Wir sind erleuchtet. Ihre Grausamkeit treibt das Volk in das Licht der Kirche. Oh. Geht's mal zur Seite. Dann? Ich weiß es nicht. Gerettet.
wie es hier weitergeht. Ach, ich vermute mal doch. Ja. Natürlich. Wie denn auch sonst? Ja, jetzt hier gibt es mal wieder ein wunderschöner Kerl. Geschwind! Umgebracht. Natürlich muss ich die falsche Seite jetzt gerade nehmen. Ihr könnt nirgendwo hin. Törichter Narr! Ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Fass den Bastard! Wieder die dicke Betsy raus. Das war die dicke Betsy. Requiescat in pace. Gut, dass der Schlüssel nicht runtergefallen ist. Eine Truhe will ich aber nochmal durchsuchen. Kaffeebohnen. Okay, für Kaffeebohnen haben wir uns da mal eben wieder ein paar Sekunden geklaut. Jetzt soll ich mich beeilen. Er wollte mir also sagen, ich bin eine Sekunde zu spät. Ich bin also eine Sekunde zu spät. Eine einzelne verkackte Sekunde. Diese eine Truhe gerade eben noch ausgeräumt, aber ich hoffe, dass da noch irgendwas drin ist. Buddhistische Gebetsperlen, super. Ja, wollte mal so wirklich sagen, das ist doch nicht mehr normal. Und Seide kriege ich auch nicht mehr. Diese eine verkackte Sekunde, das habe ich in 8 Minuten geschafft. Tut mir leid, dass es nur 50% sind, aber ich war halt eine Sekunde zu spät. Ist nun mal leider so. Ich meine, wäre diese Animation nicht so lang gewesen, die eine da vorne mit dem Tür öffnen, dann wäre das kein Problem gewesen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja. Wollen wir uns doch mal die Rüstung abholen? Ja, für irgendwas muss das ja gut gewesen sein. Wir laufen jetzt hier wieder einen Weg entlang, weil es hier keinen Tunneleingang gibt. Hier sind zumindest keine Wachen. Ist hier ein Abschluss, war erfolgreich. Wie, Romulus? Ist hier ein Sündenböcke, war erfolgreich. Hey, voller Assassinen. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche, körperliche Regungen in der Öffnung. Wer du bist? Hey, was glaubst du, wer du bist? Interessant, dass die Leute da hinten aber irgendwie nicht interessiert. Aspetta!
Ich kenne die schließlich Mörder. Und hier wird das zu einem Problem. Das finde ich ganz interessant. Du kannst nicht von allen machen, oder? Wir haben ja auch welche. Wo ist er denn gleich? Daneben. Toll, jetzt habe ich das Spiel schon bald durch und dann noch, also ich weiß nicht, wie weit ich damit bin, aber ich vermute mal, dass es irgendwo halb durch ist. Und ich habe auch keinen, also ich habe noch einen Teil der Wahrheit gefunden. Also das möchte ich gerne auf jeden Fall noch machen. Dass ich diese gute Wahrheit nochmal wieder zusammensetze. So, jetzt sind wir hier irgendwo in Rom. Da müssen wir aber hin. Sonst haben wir die ja immer gut nebenbei gefunden. Aber das geht ja jetzt irgendwie nicht. Daneben. Ihr seid nicht dort, mal etwas Dampf ablassen, was? So, müssen wir mal gucken. Haben ja eigentlich nur ein Ding zur Verfügung, was da wirklich in der Nähe ist. Und das ist das da vorne, wenn ich es denn auswählen kann. Caracalla-Term, interessant. Dammit. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Wasser da rumliegen. Habe ich aber leider nicht. So, ich muss direkt mal in Richtung Romulus begeben. Hey, volle Lebenspunkte. Danke. Und trotzdem kommen wir hier nicht hoch. Na, vielleicht doch. Nein, eher nicht. Toll, jetzt haben sie mir jetzt diese Vorsprung da eingebaut. Scheint wirklich nur um den Spieler zu trollen. Ich dachte mal, du kommst hier hoch, du kommst hier hoch. Nein, du kommst hier leider nicht hoch. So, jetzt kommen wir hier mal endlich vielleicht hoch aufs Forum Romanum. Nein. Ja, ja, ja. Durchwunder, bla, bla, bla. Das Forum Romanum haben wir noch nicht gekauft. Doch. Natürlich haben wir das Forum Romanum nicht gekauft. Sie nicht vielleicht auch eine Wahrheit versteckt? Keine Ahnung, wie gesagt, ich werde mir dafür eine Karte holen. Ach ja, dann war ja hier irgendwo unten in den Katakomben versteckt. Das Einzige, was mir persönlich hier eigentlich fehlt, ist so eine Art Tempel fehlt. Den ich sonst auf dem Forum Romanum gesehen habe. Es kann auch sein, dass er rekonstruiert wurde. So, wo haben wir denn jetzt hier den Eingang?